Hallihallo Leute, ich bin's mal wieder, der Dommy. Ja, ich habe mich eine Zeit lang nicht blicken lassen, außer jetzt ab und zu bei diesen Let's Plays mit Daniel. Grund dafür war, naja, ich hatte ziemlich viel um die Ohren, jetzt nicht nur arbeitstechnisch, sondern auch andere Dinge im Real Life. Ja, aber jetzt bin ich wieder zurück. Und ich werde heute einen neuen ROM-Hack spielen, aber dieser ROM-Hack ist anders als die anderen. Erstens, weil wir hier nicht mit... Ach, ich mache erstmal das Ding hier weg. So, weil wir hier nicht mit Mario spielen. Es heißt Drama Mystery. Und zwar, wir spielen hier mit Luigi, der mir eh sympathischer ist als Mario. Und der wird von... Wie heißt der? Coot. Diesem lustigen Koopa Trooper auf der rechten Seite da begleitet. Ja... Was halt noch ziemlich anders ist, ist, dass das Spiel eine HP-Leiste hat. Und zwar diese HP-Leiste aus Super Mario 64. Das heißt, man verreckt nicht gleich nach einem Schlag. Und das ist bei mir, glaube ich, ganz praktisch. Genau. Und sonst, ich spiele dieses Spiel blind. Ich habe mir nur ein paar Infos da zusammengesammelt. Das Spiel hat ebenfalls veränderte Hintergründe, andere Musik, wie ihr hier hört. Das hat, soweit ich weiß, Dialoge. Es hat eine andere Story, also nicht Princess Saving. Und, was denn noch? Ja, und es wird wahrscheinlich Gegner geben aus anderen Spielen und bla bla blub. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Spielen wir es doch mal einfach. Gut, gut. We have to go to the Sapiens Mountain now. There's a strange force on the top of this place. Press B. Okay, let's go. Gut. Dieser Koopa lässt sich sehr leicht überzeugen. So, was haben wir denn hier? Okay, schaut schon mal sehr interessant aus. Hihi. Safe state. The mystery begins. Wollen wir mal. So. Genau. Hä? Dieser Koopa Trooper sah ziemlich komisch aus, deswegen spiele ich mit ihm jetzt ein bisschen Fußball. Wie ihr seht, oben... Hey, da bleiben. Huch. Ist die HP-Leiste. Ich kann mir nicht nach oben schauen. Stattdessen macht Luigi so eine Pose. Pose. Lol. Und diese Dinger da schon ziemlich nach Drogen aus. Der Koopa ist weg. Rutsch! Why do these Koopas and Goombas have green eyes? Ja, das ist wirklich strange. Ich weiß, ich kenne die Story nicht. Ich weiß nur, dass da irgendwie was ziemlich abgefucktes scheinbar ist. Was ich ziemlich cool finde. Ich finde es auch cool, dass der die Feuerbälle kotzt, wenn ich ehrlich bin. Dat, 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 dat. Ein Pilz! Oh Mann, Luigi der Poser. Und hier ist natürlich nichts. Das heißt... Und gleich mal runterfallen. So. Kotz. Kotz, kotz. Oh, noch jemanden erwischt. So. Ein Goomba, der hat auch grüne Augen. Dieser Chuck hat eine komische Uniform. Zumindest schaut den Grün sehr strange aus. Ich glaube, die Dinger da oben sind ungesund. Safe! Vergiss es. Wow. Oh. Das probieren wir doch mal aus. Oh, tatsächlich. Ah. Das heißt, ich sollte hier... Ja, yeah, weg. Wie man sieht, die haben mir gerade zwei Schaden gemacht. Und hier ist gleich das Exit. Okay. Keine Ziellinie. Oh, wie selbstsicher und überzeugt er da steht. Hübscher Hintergrund. Na, 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 na. So. Underground Pass. Gefällt mir soweit schon mal gut. Hm, auch hübscher Hintergrund. Musik ist irgendwie cool. Und dieses Viech da schaut ziemlich lustig aus. Aber ich lasse mich bestimmt nicht von ihm treffen. Pilz! Pilz! Ich dachte, es mir bringt HP ein Buu. Boing. Huch! Dieser Shy Guy ist ziemlich lang gezogen. Zoom. Oh, das war knapp. Hey, die sind aus Yoshi's Island. Und die Fässer von Donkey Kong. Aber das ist ja klar. Cool, ich habe nicht mal gefailt. Hätte ich jetzt gar nicht von mir so erwartet, ne? Boink. Rutsch, rutsch. Nein, nein, nein. Geht in die Luft aus. Oh Gott, ich finde den so cool. Weg. Die Koopas haben aber auch was. Ui, was war das? So, diesen Koopa nehmen wir doch gleich mal mit. Dafür. Ui! Penner. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ein Pilz mit Flügeln. Drogen. Blöcke.
Ach, das war's schon, nicht, hab ich jetzt gar nicht gesehen, dass der Exit steht. Ja, bis jetzt sind die Levels hier noch ziemlich einfach, aber der Schein trügt wahrscheinlich. Ich erwarte eine angemessene Schwierigkeit, aber es sind eh erst die ersten Levels, also... Oh nein, ist das unter Wasser? Was heißt das? Olhos Dagua Lake? Wie dem auch sei. Es ist scheinbar eine Unter... oder auch nicht. Ich habe schon volle HP, aber vielen Dank. Bombe. Ja, da werden eh nur Münzen drin sein. Dieses Ding ist wahrscheinlich sehr ungesund. Doink, doink, doink. Und ich glaube nicht, dass das gesund ist, auf die Spinies da zu hüpfen. Geht's nirgends rein? Geht's da rein? Moment. Hm. Schlittert der an der Wand entlang? Ja, tatsächlich. Was gibt's hier? Ein Leben! Wer hätt's gedacht? Oh, das hört sich so unter Wasser an. Das ist. Tatsächlich. X! What the fuck? Ich verliere Leben? Tatsächlich. Eieieiei. Jetzt verstehe ich auch, warum hier so viele Pilze liegen. Ach, so hättest du ruhig weiterpennen können. Entschuldige die Störung. Lass mich hier wieder raus. Ich habe noch HP verloren, als ich in der Röhre war. Huch. So. Doink. Und weiter. What the fuck? Hier, schau mal. Dein Kollege. Den ich ins Wasser schmeiße. Ich muss da mal was ausprobieren. Hier. Huh. Chuck. Charging Chuck. Charging Mushrooms. Coins. Oh, Moment. Das ist cool. Ich kann mich von der Wand abstoßen. Aber scheinbar nur einmal. Exit. Au, wap. Fehlt noch. Blacks, hat irgendwie was verschluckt. Deep Inside. Ach Gott, noch eine Unterwasserlevel. Oha. Oha. Musik plus Punkte. Das ist. Boah, das ist cool. Das gefällt mir schon mal. Vergesse ich doch gleich, dass es eine Unterwasserwelt ist und ich Leben verliere, wenn ich hier zu lang rumglucke. Aber hier sind ja genug Magic Mushrooms. Glucker. Blub. Schwimm. Ey, die Musik ist echt. Oh. Ey. Scheinbar kann ich mich unter Wasser auch von diesen Dingern da abstoßen. Pilz! Uah, Torpedo-Ted! Dich nehme ich mit. Du bist gegauft. Gut. So, was haben wir denn hier? Okay. Ach, das war ein Hidden Exit. Gut. Sag ich nicht nein, aber wohin führt dann der andere? Ich glaube, ich schwimme da nochmal ganz spontan durch, bevor ich ins Doom gehe. So, gucken wir mal nach, was das andere war hier, ne? Machen wir mal so ein spontan Schwimmen hier. Jupp. Ui. Fress mal noch ein paar Pilze, die im Wasser rumliegen. Ey. Nein, den will ich nicht. Der gefällt mir nicht. So, hier kommen dann wahrscheinlich wieder diese Torpedo-Tats raus. Richtig. So, dann schwimmen wir mal hier weiter. Was erwartet mich hier? Wahrscheinlich ein Torpedo-Tat? Wie? Ah, ich hab schon gedacht, keiner da. Eine Ziellinie. Blödsinn, eine Mittellinie. Hihi. Sag mal, wie viele Pilze sind denn hier unten? Alter, Schlappschwede, geht's da rein? Nein.
so viele Fischlis. Das ist ein böses Fischli, das mich gerade irgendwie weggeschmissen hat. So. Den nehme ich auch noch mal mit. Meine HP sind etwas angeschlagen. So. Mann! Mann, erschrecke mich nicht. Ich bin sehr schreckhaft und sehr sensibel. Das geht ja noch theoretisch saulang weiter, hey. Aber trotzdem, dass es nur unter Wasserwelt ist, finde ich die Level irgendwie cool. Weil die Musik macht das irgendwie alles wieder wett. So, Röhrchen, normales Exit. Wohin führt mich dieses Exitchen? Exitchen, Gott. Na. Zu Sunset Pass. Machen wir das nochmal schnell? Ich will eigentlich in Doom. Feuerblume, böser Kuh. Was? Ja, use a Fireflower. Ich glaube, ich nehme einfach mal die hier. Kann ich einfach nicht auch. Gut. Tatsächlich. Ups. Es tut mir leid. Rutsch! Tot! Und Feuerblume verloren. Egal. Wer braucht schon Feuerblumen? Ich brauche HP. So dangerous wirken die gar nicht, aber... Ui, die stoßen mich ja ziemlich weg, die bösen Koopas hier. Wo ist eigentlich, apropos Koopa, wo ist eigentlich Koot? Wie ist denn nochmal Koot, genau? Ui. Das wird wahrscheinlich mein stummer Partner sein, der hier rumwuselt. Typisch ich. Ein Hoch auf das HP-System. Guck mal, möchtest du nicht mit deinem Freund spielen? Du auch. HP. Chuck. Berg. Noch ein Chuck. Hä? Hier. Spinies. Na, passiert hier auch mal... Blablabla. Ich verkneife mir mal jeden. Das wäre ja zu episch gewesen. Kommentar. Es wird dunkel. Poki, du schaust so freundlich aus. Okay, das tun sie eigentlich auch so. Ja, das ist schon machbarer. Kickst ihn gleich wieder zurück. Hicks! Ein Sprungbrett? Wozu denn das? Um diese Münzen da einzusammeln? Ich weiß es nicht. Ich nehme es deshalb mal einfach mit. Hicks! Und es bringt mir nichts, aber ich nehme es mit in den Ausgang, weil es mir gefällt. Happy Hill! Ich will eigentlich diese... Ich mach die Burg da unten eh noch. Ich mach die ganze Karte. Ich mach jetzt einfach mal diesen Weg hier weiter. Yoshi's Island Musik. Happy Hill! Ich fühle mich so glücklich hier. Die hier wahrscheinlich nicht. Oh Gott, bist du blass. Ich mach's mal. Charge! Ui. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ich schütze mich lieber gleich ins Verderben. Ui, machen die einen Schaden. Pilz, danke. So, mein lieber Koopa-Freund, dich nehme ich mal mit. Schieß dich gleich in den Abgrund. Pfeil? Ich nehme. Ah. Also soweit gefällt es mir schon mal, das Spielchen hier. Es ist zwar noch wahrscheinlich nicht sonderlich schwer, aber... Lustig zu spielen. Hallo Chuck, lass dich nicht stören. Wieso? Ha, ich kann mich abstoßen. Uha. Hihi. Ich nehme dich mit.
Lauf direkt rein. Hast schon recht. Fine by me. Ich weiß doch gar nicht, was ich hier überhaupt mache. Ich laufe einfach nur nach rechts, aber meistens bringt's ja was. Jetzt nehme ich schon wieder ein Sprungbrett mit. Ah, ich dachte schon. Oh, mit Röhrchen. Komm, Luigi! Eine Level geht noch. Kipo Sierra? Na gut, ich mache jetzt erstmal Doom. Damit das Video mit einem Schloss aufhört. Das sich ziemlich cool anhört. Und sehr viele HPs hier sind, sollte mir das zu denken geben. Hallo, Wump. Doin, doin. Die Schlange da hinten schaut sehr nett aus. Knochentrocken! Das Knochentrocken ziemlich egal war. Dass ich einen Schildkrötenpanzer nach ihm geschmissen hab. Bony Beetle, glaube ich, war das. Ich weiß gar nicht, wie die alle auf Deutsch heißen. So. Ich glaube, Knochentrocken schert sich mit feuchten Dreck, wenn ich mit dem Feuer bespucke. So. Ah, fein, fein. Oh, Scrolling Levels. Kotz, kotz. Katzenspucken, Fellballen. Und Luigi kotzt. Feuerbälle. Lucky, du lass mich in Ruhe. Kann ich dich nicht einfach. Ja. Was soll's, das ist eh schon vorbei hier. Das ist wirklich vorbei. Wie? Kein Boss? Ich bin enttäuscht. Na, wahrscheinlich am Ende der Level. Wahrscheinlich war das nur so eine random Fortress. Aber hier mache ich jetzt auch einen Cut. Weil ich muss dann später auf Arbeit. Und als nächstes, im nächsten Video, was ich bald weitermache, seht ihr den Pantanal. Was immer das auch ist, aber den seht ihr da. Mach schnell ein Save. Und ich sag dann mal, wir sehen uns. Bis bald. Tschüsschen.